Warum feierst du eigentlich die ganze Zeit hinterher, Flo? Das ist Ich total fahre sinnlos. fahr nicht hinterher. Ich lad ab. Also lad ein. Was fährt denn hier? Du Ich fährst möchte doch auch Fahrt. irgendwas zu tun haben. Ich möchte Ja. meine Zeit im Traktor sinnvoll verbringen. Wo fährt denn Smurf Wir hin? fünf gegen Willi. Nee. Nee. Habe ich euch schon erzählt, wie ich meinen Finger verbrannt habe? Ja, ich habe es gezeigt, ne? Ja. Ja, das hast du dann gepostet, ganz stolz. Guck mal, ich hab den Finger verbrannt. Ja. Jetzt hat mir meine Krankenkasse geschrieben, ich solle mich doch bitte dazu äußern, wie das dazu kommen konnte. Jetzt Ohne musst Witz, ey, ich habe heute das Schreiben bekommen, du deiner Doofheit preisgeben. ey. Ja. Jetzt hör mal, ich hätte doch nichts mitbekommen. Oh, es ist zu geil. Ja, also pass auf, das war am 5. Januar. Ich weiß es noch genauso, als wenn es gestern passiert wäre. Ist gestern passiert. Nein, Gott. und zwar, warte mal, ich muss mal hier aufs Höhe hier fahren. So. Und zwar habe ich gedacht so, ja geil, ich habe so ein richtig schön großes, so ein großes Stück Rinderbraten, so, ne? Wo man ein Steak draus schneiden konnte, so aus der Hüfte oder so, ne? Ja. So ein Kilo war das so. Habe ich gedacht, geil, ey, mache ich mal richtig schön, schneide ich so Steak zurecht, ne? So. Ich also die ersten Stücke angeschnitten, habe gedacht, okay, packst schon mal ein bisschen Öl in die Pfanne rein, damit es anbraten kannst, weil ich brate Steak halt, das ist auch ein guter Tipp übrigens, Steak von jeder Seite 1,5 Minuten anbraten und dann nochmal so für 10, 15 Minuten in den Ofen rein bei 90 Grad in Alufolie gewickelt, wird das richtig geil. So, also ich so am Schneiden, so mit dem Messer, denk so, no, okay, musst du vorsichtig schneiden, nicht, dass du den Finger noch reinschneidest, ne? Und dann war das Fett aber irgendwann heiß und ich habe gedacht, okay, fängst du schon mal an, die ersten Stücke reinzulegen. Habe die ersten beiden Stücke reingelegt, wollte das dritte Stück nehmen, habe aber im Hinterkopf gehabt, du musst aber noch ein bisschen was von dem Braten noch weiter schneiden. So. Und ich bin halt dann, dadurch, dass ich habe das Steak so angefasst quasi, also ich zeige es jetzt gerade in der Kamera, das kann ich natürlich jetzt nicht sehen. Also ich habe es mit dem, mein Mittelfinger und Ringfinger waren unten am Fleisch und mein Daumen war oben drauf, weil ich es dann reinlegen wollte in die Pfanne. So. Leider Gottes bin ich aber ein bisschen abgerutscht und war mit meinem Finger auf einmal im heißen Fett drin. Und naja. Kurz, kurz und bündig, einfach nur dumm. Ja, es war Also, einfach so wirklich. Es das war war die wirklich dumm. Ja. offizielle Erklärung. Die inoffizielle Erklärung, die hat einfach den Finger reingehalten. Ja, ich wollte gucken, ob es 100%. heiß ist. Ja. Dir ist aber schon klar, dass diese Stellungnahmen bei der Krankenkasse neben der Kaffeemaschine nur zur Belustigung der Mitarbeiter dienen, oder? Ja. Guck dir mal den Idioten an. Ja. Ja, ich vermute es auch fast. Also, das war auch schon so meine Befürchtung. Ich werde was Nettes draufschreiben. Mal gucken. Ich mache es ein bisschen lustig und dann. Also, der Sohn von meiner Freundin wird sagen, hast mal wieder einen Florian gebaut, ne? Das ist so bei uns die Bezeichnung für irgendwas Dummes tun. Hast wieder einen Florian gebaut, ja. Vor allen Dingen, du musst aufpassen, nicht, dass die Krankenkasse dich noch zum Psychologen schickt. Ja. Das könnte auch passieren. Oder zur Reha. Ich wollte mal. Vielleicht kann ich einen Reha-Antrag stellen. Ja, Ne? genau. Guck mal, ich hab den Finger Oh weggerannt. Gott. Ja. Also es war sehr schmerzhaft. Wie gesagt, eine Verbrennung zweiten Grades, muss man dazu sagen. Ich musste die ganze Nacht kühlen, ich konnte die ganze Nacht auch nicht schlafen. Und jetzt kommt ja der Knaller an der ganzen Geschichte. Ich bin am nächsten Morgen dann zum Arzt gegangen. Ne? So, weil ich dachte, Krankenhaus, nee, muss ja nicht sein, ich bin ja ein Mann. Ne? Da beiß ich mal durch und kühle das Ding nur. Was lachst du denn da so, Tom? Die Ja. Betonung da beim Mann, da ist schon. Ja. Also, jedenfalls 6.1. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie es beim Arzt aussah, weil alle noch ein bisschen Urlaub machen wollten. Bin ich beim Arzt rein und zeigst du meinen Finger und meinst so, ja, ich habe hier so ein bisschen Schmerzen. So. Die Arzthelferin so, naja, Sie müssen mal ein bisschen Wartezeit einrechnen. Ich so, ja, naja, okay. Gehen Sie lieber mal zum Unfallarzt. Ich so, okay, gehe ich zum Unfallarzt. Bin ich beim Unfallarzt, zeig denen so meinen Finger und die so, ja, ist es denn auf dem Weg zur Arbeit passiert? Ich so, nee, beim Kochen. Ach so, okay, müssen Sie Wartezeit einrechnen? Ich so, oh, ey. Ich so, überall muss ich Wartezeit einrechnen. Dann habe ich gedacht, gehst du mal lieber zum Hausarzt hin, zu dem, wo ich immer eigentlich bin, und guckst mal da. So, ne? Ich dann da rein, die guckt so, oh Gott, kommen Sie mal gleich mit vorne ins Labor, beziehungsweise in dieses Behandlungszimmer rein. Ich dann ins Behandlungszimmer rein, sie guckt so, oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Und wir machen hier mal Salbe drauf und hin und her und hast du nicht gesehen und dicken Verband rum und naja. Und meint sie so, ja, ich schreibe sie jetzt einfach die ganze Woche krank. Ich so, wie die ganze Woche krank? Ja, den Finger, damit dürfen Sie nichts machen. Ich so, oh. Ganz ehrlich, ey, das kann nicht sein. Naja.
Leider die ganze Woche krank geschrieben. Ja, ich war nicht, nee, ich war fast 2 Wochen krank geschrieben. Ich war die ganze Woche krank geschrieben und dann bin ich dann, ich musste immer Montag krank geschrieben, Mittwoch zum Verbandwechsel, Freitag Verbandwechsel. Und dann musste ich halt immer noch mal, musste ich am Montag nochmal hin und dann guckt sie so und meint so, oh, ist auch nicht viel besser geworden, ne? Ich so, naja, ein bisschen schon. Ja, also die ganze Woche schreibe ich sie jetzt auch nochmal krank. Ich so, ja, gucken wir mal. So. Naja, und dann bin ich Mittwoch hin und ja, dann meinte sie, nee, das geht. Und dann, also sie hat mich dann zuerst bis Mittwoch krank geschrieben und dann Mittwoch meinte sie, nee, das, damit können sie arbeiten, wenn sie möchten. Ich so, ja, möchte ich. Also, liebe Kinder, merkst du eins, wenn ihr nicht in die Schule gehen wollt, einfach den Finger in Fett rein. Ja. Nein, bitte bloß nicht, Mann. Nee, um Gottes Willen, ey. Man kann auch einfach das Gesicht reinhalten, also. Ja, ja, genau, man kann den Kopf auf, nee, das Ohr auf die heiße Herdplatte legen, um zu riechen, wie blöd man ist. Da hast du vollkommen recht. Das stimmt, ja. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass heißes Fett Aua macht, ne? Also. Das ist auch schon immer ein kleiner Fortschritt in meinem Leben. Naja. Müssen wir auch die ganze Zeit keine neuen LS-Videos kamen. Ja, das war auch ein Grund. Ne? Aber ich suche ja nicht nach Ausreden. Nein, ich musste einfach nur euch mal wieder alle zusammentrommeln hier. Und euch alle wieder nötigen. Ne? Außer Waldmeister und Charlie. Ne? Nein, aber ich hab Ihr habt nur sehnsüchtig gewartet. Ja, ich auch. Ich hab auch schon, muss ein bisschen die Tränen jetzt hier aus dem Auge rauswischen. Warte, so, jetzt geht's wieder. Nein, ich find's immer wieder ganz schön, mit euch allen zu spielen, so. Und natürlich mit Charlie, der jetzt neu ist. Du bist ein alter Schleimscheiße. Ja, ich weiß. Du bist da hinten mit dem Häckselanhänger. Ich bin einfach mal nett, weißt du, und dann, was kriegt man zurück? Ne? Nur Spott und Hohn. Jeder bekommt das, was er verdient hat. Ja. Aber wie sagt man schön, kleine Sünden bestraft den liebe Gott sofort, große erst nach 9 Monaten. 10. Oder 10, kommt immer drauf an. Ja. Wie war das noch? Aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist heute 18 Jahre alt. Richtig. Ist der Hänger nicht langsam mal voll? Keine Ahnung, aber mir steht da vorne einer im Weg. Ja, der Tom steht im Weg. Ja, ich kann da nicht nach rechts fahren. Tom, setz mal zurück. Hast 95% hast du drin, Flo. 95% hast du drin. Ja, woran siehst du das? Links oben steht. Ich kann Zahlen lesen, stell dir vor. Aber ich habe ja hinten noch den zweiten Hänger dran. Oh Mann, ey, wie konnte das denn passieren, dass ich da oben links nicht hinkomme? Das ist genauso, wie konnte das mit dem Finger und Fett passieren. Ja, und ich habe schon eine Brille auf, ne? Muss man jetzt hier auch mal was sagen. Ach, bist du auch Herr Vierauge? Ich bin auch Herr Vierauge, ja. Achso. Ja. Ah, ich finde es immer schön, wie herrlich Smirnoff die Felder erntet. Das ist immer richtig schön anzuschauen. Ja, so wie es gehört im realen Leben. Ja. Es gibt auch einige, die fahren dann kreuz und quer in der Gegend rum. Wie so Verrückte. Ja, aber einer kann schon mal anfangen, das Heu zu schwadern hier, ne? Also die nee, nicht das Heu zu schwadern, sondern die... Meinst du, Stroh zu pressen? Das Stroh zu pressen, ja. Ach so, ja, dann mache ich das. Ja, gerne. Dann lass ich mal den Hänger hier vorsichtshalber stehen, dann kannst du den alle befüllen dann. Ja, mache ich, wunderbar. Danke. Ich glaube, den brauchen wir auch. Ja. Ne, ich habe ja hinten noch einen zweiten Hänger. So, der erste ist nämlich voll. Okay. Achso, der erste ist voll, ja. Wir haben leider nur einen Ladewagen und keine Presse. Ja, dann kauf mal ein Ding, dann fahr mal runter und hol die. Ja. Kannst du mal kurz kaufen, Waldmeister? Jo. Sehr schön. Genug Geld müssen wir jetzt haben, ne? 552.990. Jo. Die 99 also kannst du mir überweisen. Ich würde fast sagen, dass wenn ein bisschen realistischer das mit der Einfüllung wäre. Ja. Sprich, also eigentlich müsste ein bisschen mehr links eingefüllt werden statt rechts. Da wir ja so gerade fahren hier. Ja. Würde dein Anhänger fast umkippen bei dem Gelände. Stimmt. Ja. Ich sehe es gerade, ja. Haben wir gerade mal die Außenansicht nochmal angemacht. Aber eigentlich müsste er umkippen, ja. Hast recht. Neue Kategorie habe ich nie die Pressen nochmal gefunden. Was wollen wir überhaupt? Rund oder Quader? Rund!
Möchtest du Rundballen pressen? Echt? Geil, ja, Runde ist nichts so geiler als Rundballen. Ja, aber wir können ja nicht so ich weiß, ja, da ist das Pressen aber total nervig. Ja, das stimmt. Ja, mir nur von seinen Rundballen. Rundballen sind geil, ey. Ich hab übrigens letztens noch gerade mal ein LS13-Video gefunden, wo wir auf Westbridge Hills waren, wo Smirnoff auch mit Rundball gepresst hat. Ja, Rundball mit Hidan noch cool. Damals. Hidan und wie hieß er noch? Swiss. Unser Schweizer. Den hab ich auch ewig nicht mehr gesehen. Nee. Und die Quaderballen, die hauen die nicht ab. Die Rundballen schon. Stimmt. Und die Quaderballen können wir mit dem Autostacker aufsammeln. Ja gut, mit den Rundballen auch. Die Rundballen mit dem Auto. Ach ja, stimmt, da gibt's ja auch jetzt einen Sammelwagen für. Stimmt. Ja, aber haben wir mit drinnen? Ja, der ist automatisch schon mit drin von Anfang an. Ja. Der gehört quasi zum Inventar dazu. Aber ich glaube, Tom möchte lieber Quader machen, ne? Nein, ich mach lieber Rundballen. Ach so. Oh. Ja, okay. Dann kauf eine Rundballenpresse. Alter! Hab ich schon. Was ein Leck, ey, der Arme. Ja. Ja. Durch den Kauf eben gerade. Warte, ich glaube, ich habe mir gerade ein bisschen verfahren da. Wo bist du denn gerade? Warte mal. Du machst überhaupt deinen Traktor und den Anhänger vorher sauber gemacht, oder? Ich? Nein. Ja? Nein. Nee, wobei der Traktor war sauber. Ich überlege, dass mein Mähdrescher immer noch sauber ist. Alter! Was ist denn jetzt passiert? Es leckt. Achso, bei mir nicht. Doch, übelst gerade. Ich hab noch den Sammelwagen gekauft. Achso. Dann lag's daran. Aber ich bin immer noch von der Grafik immer noch fasziniert von dem Spiel, also. Ich find's schön gemacht. Vor allem von der Grafik der Map. Die Grafik von der Map ist schon mal richtig derbst abgehoben von der, was du auf der Björnholm hast. Ja, das stimmt. Wir haben die auch nie bloß hingeknallt, deswegen. Ja. Die haben gesagt, oh, wir haben jetzt hier die Westbridge Hill Karte, aber damit die Leute nicht meckern, klatschen wir einfach noch so irgend so ein Billigding hin. Ja. Nichts anderes war's. Das hast du bei Assassin's Creed auch gemerkt, dass sie es unbedingt noch vor Weihnachten raushauen wollten, das Spiel, damit das Weihnachtsgeschäft mitgenommen werden kann. Und dann haben die schnell gemacht. Was kaufst du denn jetzt? Nichts. Würde gelackt. Ja, es sind die ganzen mal Serverlecks. Bei mir jetzt nicht geleckt gerade. Mein Traktor fährt auf 400 km/h oder so. Also bei mir läuft gerade alles lustig. Bei mir auch. Nee, steht da 500. Oh, jetzt leckt bei mir gerade. Dann ist der Leck wahrscheinlich über die Karte rübergeflogen. So. Ui, ui. Wie so eine Welle. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass sowas passiert. Geht das? Nein. Wusste ich doch. Eigentlich nicht. Was wusstest du? Aber ich bin erstaunt, wir haben ja doch relativ viele Mods drauf, dafür läuft der Server eigentlich relativ lagfrei. Bei mir gerade. Ja, bei mir jetzt hatte ich auch gerade eben Lag gehabt. Gerade eben. Alter, ich flieg gerade da so ein bisschen rum. Aber sonst geht's bei mir. Oh. Also ziemlich. Ich und Charlie, wir hatten neulich ja, richtig der Blacks. Das war schon Reisernten. Beim was? Beim Reisernten? Ach, beim Mais. Mais, ja. Beim Kleiner bei den Japsen. Und ich muss sagen, wir sind parallel nebeneinander hergebackt. Okay. Das war eigentlich recht gut anzusehen. Ja, war schönes Synchronlecken. Nee, warte mal, das hört sich falsch an. Synchronlecken. Man kann synchron Eis lecken. Also ist, ja, da ist ja nichts Verwerfliches dran. Ne? Da nee. Freut sich bestimmt die weiblichen Zuschauer, dass man synchron lecken kann. Ja. Wie war das noch? Ich sehe zwar nicht so aus wie Brad Pitt, habe nicht so Muskeln wie Arnold Schwarzenegger, aber ich kann lecken wie Lassie. Ja. Das würde ich dir sofort glauben, bärtiger Hund. Ja. Ja. Liebe Kinder, wir sprechen hier vom Eisessen. Ne?
Ja. Nur damit wir es richtig verstehen. Ich glaube, ich muss für dieses Video die Altersbeschränkung reinmachen. Ja. Du immer und so. Ich? Du fängst ja damit immer an. Nein. Nee, jetzt stimmt, Charlie hat angefangen damit. Nein! Nein, nein, doch! Oh, am Ende war es wieder keiner. Ja. Ja. So, machen wir mal hier mal. Pickup senken. Pickup einschalten. Ich lese gerade die Nachrichten. China ist ein Sack Reis umgefallen. Situation unklar. Hast du wieder Tagesschau geguckt? Ja. Du zahlst ja eigentlich für die ganzen HD-Sender und sowas, musst du ja eine HD-Karte eigentlich zahlen, oder? Bei so einem Betrieber. Ja. In der Schweiz kriegst du die ganzen HD-Kanäle umsonst. Und in Österreich. Okay. Deswegen gucke ich die ganze Zeit nur Schweizer und österreichische Kanäle auf HD. Aber du kannst ja Maschinen.tv, Maschinen.tv. Das ist ein legaler Anbieter im Internet, wo du die ganzen Fernsehprogramme gucken kannst, auch in HD. Auch die privaten. Was? Ja. Muss mal gucken. Maschine, also wie Magine. Also M-A-G-I-N-E. So ganz umsonst ist das auch nicht. In HD auch nicht. Die kostet dann, warte mal, mit den HD und den privaten kostet es, glaube ich, 5 Euro oder irgendwie. Die jetzt am Anfang aber nicht mit drin, ne? Nee, am Anfang war es umsonst, aber dann fingen sie dann an von wegen irgendwie, ich müsste lügen, 5,90 Euro oder sowas oder 6,90 Euro. Weil ich weiß nämlich nicht, meine Frau auf ihrem Tablet. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie das am Anfang gab es nur die ganzen Anime-Sender und so, die du da, also diese gab es so ein Kinderpaket an sich, das ist halt irgendwie 5 Euro gekostet oder so. Aber es ist ganz schön clever gemacht. Erstmal locken, ne? Dass du dann. Ja, schön anfixen und dann. Richtig. Also ich habe noch Magino und ich bleibe auch dabei. Es ist die einzige Webseite, wo ich relativ günstig Animex bekomme. Ja. Ja, wie gesagt, also ich gucke jetzt auf mein Fernseher die ganzen Schweizer und österreichische Kanäle. Das ist umsonst, da musst du keine HD-Karte kaufen. Das ist genial. Aber wird das über Kabel auch in HD übertragen? Ja. Ach so. Ja. Ich krieg das ja alles rein bei mir. Das einzige Verwirrende ist halt, wenn die Werbung kommt von 1:1, die ist auf Deutsch und da kommt irgend so eine x-beliebige scheiß Supermarktwerbung und die ist auf Schweizerisch. Was wollt ihr von mir? Keine Ahnung. Ich hab eine TV-Karte im Rechner drin sitzen, die verwende ich mittlerweile aber nicht mehr. Die kommt aus Österreich. Okay. Und ich muss mich jedes Mal bei dieser österreichischen Werbung wegfeiern. Ja, die haben. Ich finde das einfach so geil, oder? Oder jedes Mal, wenn dann auf, ich weiß nicht mehr welchen Sender das war, Fußball läuft, habe ich irgendwie. Kommt bei mir irgendwas anderes. Weil das halt österreichisches Fernsehen ist. Ja, gut, okay, das stimmt. Ich muss sagen, ich bin kein Fußballfan. Ich schon. Ich bin HSV-Fan. Teil jedem seins. Ja. HSV. Ja, komm, du da aus Passau, ne? Bayern-Fan kann ja jeder sein. Oder bist du Bayern-Fan, Tom? Nee. Achso, was denn? Ich war mal. Unterhaching, oder? Nee, wenn dann nur nach Deutschland. Stimmt, ja, kann man auch machen. Von wem bist du denn Fan? Von Deutschland? Achso. Ja. Nee, es ist, wenn ihr Fußball schaut, dann nur noch Deutschland spiele, sonst eigentlich. Ja. Also WM und EM, das war's aber dann schon. Ja. Oder von welcher Mannschaft bist du denn Fan? Scheißegal, ich bin Hooligan. Das reimt sich sogar, verdammt, ey. So. Ich guck auch nur bei der WM, weil da gibt's Freibier. Freibier? Ah, oh. Bei den Kollegen, bei den Kumpels. Ja,